Und nun das ganze Elend von oben. Das Fenn ist trocken gefallen, die Flamingos, Möwen, Gänse haben das Fenn verlassen. Man versucht jetzt mit großem Aufwand einen Graben um die Flamingo-Insel zu graben, damit die Räuber nicht auf diese Insel kommen, um diese Vögel zu stören. Das Land Nordrhein-Westfalen, der Kreis Borken, die Stadt Vreden und die biologische Station Zwillbrook sollten weitere Maßnahmen einleiten, um das Zwillbrooker Fenn zu retten. Es ist nicht damit getan, einen Graben um die Insel zu ziehen. Man müsste es so machen wie Ende der 70er Jahre. Da hat man das Fenn auch schon mal abgeschoben, um der Verlandung vorzubeugen. Die Wildtiere werden so keine Zukunft im Fenn haben. Der Stadt Vreden sollte es ein Anliegen sein. Touristen kommen von weit her, um so ein tolles Paradies zu erleben. Unser Tourismus würde einbrechen. Arbeitsplätze würden vernichtet.